Regie spielt mit uns. Ich musste gerade das Spiel spielen, in welche Kamera man richtig gucken muss. Ein ganz tolles Spiel. So, wir haben uns ein paar Fragen durchgelesen, die du gerne beantworten willst. Ja, natürlich. Und zwar war zum einen dabei, auf welchen Konsolen Obliteracers erscheinen wird, auf welchen Plattformen. Ja, also im Moment ist es auf Steam draußen. Es kommt noch auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 raus. Okay, also Wii U-Portierung war die Frage, dabei wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Wahrscheinlich nicht, nee. Okay, ist nicht gut. Wer weiß, vielleicht kommt sowas noch in der Zukunft. Wir gucken mal. Also das Team hat schon noch Lust, das auf ein paar andere Plattformen zu bringen. Aber im Moment sind es erstmal in den Konsolenversionen. Wird aber wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Okay, im Vergleich wegen zu Anpassungen und so, das hast du vorhin erklärt. Genau, es dauert immer ein bisschen, die Submissions zu machen. Das heißt, immer das einzureichen bei Sony, bei Microsoft. Mhm. Und dann testen die das, dann geben die Feedback, sagen, könnt ihr noch das und das verändern und dann reicht man es nochmal ein. Das ist ein langer Weg, das ist. Ja, es dauert immer ein bisschen und braucht ein bisschen Vorbereitung. Und dann braucht man natürlich noch einen Slot in dem Store, wo man sagt, da passt es gut rein, das ist ein gutes Datum, um es rauszubringen. Ja. Nicht irgendwann, keine Ahnung, ihr dann 2 wirklich, Uhr morgens, wann kommt? Mittwoch oder so, sondern irgendwas Cooles. Ja. Ja, also man, je nachdem, auf welcher Plattform, auf den meisten ist es so, dass man wirklich sagt, zum Beispiel bei Steam kann man selber sagen, wir würden gerne das da und dahin tun. Auf anderen Plattformen kann man auch mit denen sprechen und sagen, hey, wo würde es denn gut reinpassen oder wo habt ihr was für uns, wo das also, rauskommen Also den Timeslot kann. Bestimmt man gar nicht immer selbst. Wie macht man das eigentlich? Schaut man dann eher, kommt in diesem Zeitraum mehr raus? Das heißt, mehr Leute checken die Spiele dann auch ab und da ist ein guter Zeitpunkt oder eher alleinstehend, dass man da zwischen den Lücken total schwierig, weil das eigentlich nur so Zauberei ist. Ja, keiner weiß, was wirklich funktioniert, aber du kannst zum Beispiel sagen, es ist ganz gut, was am Donnerstag oder Freitag rauszubringen, weil die Leute dann übers Wochenende vielleicht Lust haben, sich das anzugucken und das sehen. Du kannst sagen, wenn gleichzeitig, weiß nicht, Call of Duty rauskommt, ist vielleicht blöd. Weil da das Geld erstmal weg ist für den Monat. Ja, das Gemeine Monat. Ist, eigentlich ist für so Spiele das ganze Weihnachtsgeschäft weg. Also ab Oktober bis Ende Dezember macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwas in den Store zu stellen, weil die Leute sowieso alle die Riesentitel nur sich anschauen. Die werden richtig beworben. Das heißt, da machst du gar keine Verkäufe mehr. Das heißt, die Indie-Zeit beginnt quasi eher ab Ostern. So. Ja, sowas. So. Da, also und da muss man immer ein bisschen gucken, aber am Schluss kann es keiner sagen. Du kannst auch mit irgendwas total Glück haben, weil zufällig die Leute in der Zeit auf das sowas gewartet haben und das entdeckt hat haben. Krass. Also es ist echt schwer zu sagen. Lustig, ich dachte, da gibt es wie bei Facebook-Posts eher so eine Wissenschaft, so eine Statistik, wo man echt sagen kann, so ja, Weihnachtsgeschäft natürlich zum einen, aber dann noch. Gibt es schon, aber alles sind nur so Wahrscheinlichkeiten und meistens gibt es dann genau die spannendsten Sachen sind dann irgendwie die Ausnahme. Und man Verrückt. Sagt, die Regel hat doch nicht funktioniert so. Aber auf jeden Fall dauert es ein bisschen, bis man das alles halt für ein Spiel schön aufgestellt hat und weiß, wo man da hin will. Für ein Spiel, da könnten wir auch gleich fragen, da gab es die Frage zu The Search. Wie sieht es damit aus, wie ist da gerade der Stand? Ja, The Search können wir auch gerne mal was zeigen. Besuchen wir euch nochmal. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. heute nicht. Heute haben wir die anderen Sachen dabei, aber auch da sind wir fleißig dran. Das ist ja das Spiel, was wir bei uns wirklich im Haus selbst entwickeln gerade. Mhm. Und sind da so in der Pre-Alpha-Stage. Man kann schon was spielen, man kann schon was sehen. Und wir sind gerade dabei, dass wir so die ersten Sachen da zeigen können. Okay, also kommst du einfach bald demnächst nochmal vorbei. Ja, natürlich. Und sehr gut. Gut, und letzte Frage, die ich jetzt noch gelesen hatte während der Werbung war, ob du mal so den Ablauf erzählen kannst, wie es so von Spiel, von Entwicklung bis zur Beta-Phase geht. Und da meintest du, das könnten wir hier eigentlich... Ja, genau. Wir haben jetzt das nächste dabei, Shift Happens, was auch von einem deutschen Team ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Clonk Games, die haben einen schönen Namen für ihr Studio und für ihr Spiel. Und die sitzen auch schon relativ lange in ihrem Spiel und das dauert sehr unterschiedlich, bis man es irgendwann mal spielen kann. Es gibt Leute, die haben nach 2 Monaten so einen spielbaren Prototypen, wo man sagen kann, guck mal, hier sieht man, wie man spielen kann. Aber das sind dann schon viele schlaflose Nächte. Das sind sehr viele schlaflose Nächte oder viel Glück oder ein sehr kleiner Prototyp, bis man bei so einem Spiel wirklich sagt, hey, das kann ich Leuten zeigen, da ist alles drin, das funktioniert, kann es ein halbes Jahr dauern, kann sogar ein Jahr dauern, bis man sagt, guck mal, jetzt haben wir eigentlich erstmal alles drin, jetzt funktioniert das. Es gibt Spiele, die man so in einem Jahr fertig kriegt und es gibt welche, die brauchen 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre. Mhm. Und ich glaube, gerade für so kleinere Titel, wo man sagt, klein ist auch immer relativ, aber wo man sagt, dass die hat ein paar Stunden Spielzeit, das hat ein kleineres Team von vielleicht so 10 Leuten oder so gemacht. Ja, das kann schon mal ein Jahr dauern, bis man so ein Ding dann wirklich sich traut, der Öffentlichkeit zu zeigen. Und bis es dann wirklich im Store steht, noch vielleicht ein bisschen mehr sogar. Wie war das jetzt bei dem Spiel? Die sitzen auch relativ lange schon dran. Also auf jeden Fall weit über ein Jahr. Und es ist bald soweit, dass wir es auch hier auf Konsolen haben. Es ist im Early Access schon auf Steam. Das heißt, wer Bock hat, kann sich das auch direkt heute anschauen. Aber auf den Konsolen wird es auch noch ein bisschen dauern. Okay. Auch, ja, aber...
Es steht an als nächstes, deswegen haben wir auch eine Version, die mit Controllern natürlich gut spielbar ist, die wir uns heute mal angucken können. Na gut, dann schalten wir einfach mal rein und schauen uns an, was du noch mitgebracht hast. Und zwar, warte, Shift Happens. Ich muss mir da mal Mühe geben, mich nicht zu verraten. Komisch. Mir fällt da nichts Besonderes zu dem Namen ein. So, also wir sind jetzt hier dabei und wir können mal gucken, wer wir sind. Also 2 und 1. Wir können dann einfach loslegen auch. Mhm. Und wir haben hier das Labor. Wir sind nämlich Laborzüchtungen und müssen aus dem Labor rauskommen. Oh, wir sind jetzt beide dekoriert. Ja, jetzt geht's erstmal los. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was hier überhaupt los ist. Und so ist für den Spieler halt auch aufgebaut. Wir sind die 2 Figuren, wir können was einsammeln. Du hast schon rausgefunden, wie man springt. Und man kann Sachen einsammeln. Und hier ist zum Beispiel Wasser. So kann ich reingehen. Okay, es ist noch nicht so besonders. Und hier siehst du schon, okay, du bist blau. Hier siehst du, da steht irgendwas. Genau. Oh. Oh, ist klein geworden. Ich auch. Cool, sind wir klein. Kleines Wasser. Und guck mal, jetzt geht uns das Wasser aber schon, ist schon ein bisschen gefährlicher, wenn wir jetzt in tiefes Wasser gehen. Ach, da geht uns runter? Guck, da ist ein kleiner Hinweis auf dem Bildschirm. Wenn ich jetzt klein bin und hier reingehe, bin ich tot. Guck, ich muss vorher groß werden. Jetzt musst du mich wiederbeleben. Ich bin aber auch tot. Und du bist auch tot. Nein, wir sind beide gestorben. So. Ich bin ein roter Flabber. So, und jetzt kannst du mich wiederbeleben, jetzt bin ich auch wieder da. So, und jetzt werden wir natürlich groß. So. Sind wir beide da. Jetzt können wir da durchgehen und überleben. Was macht Y? Y kommt noch. Y kann die Dinger da oben aufsaugen. Guck, ach so, weil da kam als Anweisung. Deswegen habe ich gefragt. Genau, also du kannst die Dinger hier schnappen. Aber wie du siehst, wir sind nicht nah genug. So. Was ist, wenn wir beide ganz fest wie der böse Wolf Luft einatmen? Am besten ist es, wir gehen in die Nähe und dann... reicht uns noch nicht. Du meinst, wir sollen uns beide mal versuchen... Oh, du bist wieder runter. Ja, ich komme. So, und hier sehen wir jetzt auch, ganz knapp rübergekommen. Wenn ich jetzt klein bin, komme ich weiter, siehst du es? Und so muss man immer ausnutzen, was man ist. Und das Spiel, das Coole ist, wir spielen ja so eine Art Tutorial gerade, aber es ist kein richtiges Tutorial. Wir sind schon mitten im Spiel drin. Ja. Und es gibt keine Hinweisboxen oder irgendwelche Pausesachen oder sowas, sondern es gibt nur so ein paar Anleitungen. Guck, da unten zum Beispiel sehen wir wieder so einen großen Kerl. Und wenn ich da jetzt einen kleinen Kerl hingehe, geht es irgendwie nicht, genau. Okay, also wir müssen beide groß sein. Ich wollte runtergehen und kurz nochmal. Ja. Oh. Ja. Jetzt müssen wir gucken. Wie geht's weiter? Okay, bis jetzt, wir können es. Im Moment kommen wir so durch. So, sehr gut. Ich dachte, ich muss was halten, damit das aufbleibt, irgendein Schalter halt. Ja, am Anfang ist es noch nicht so gemein. Es wird später richtig böse. Guck, hier kommen wir noch einen Schalter. Und im Moment können wir noch beides. Ah, jetzt muss ich. Wie kommen wir da jetzt hin? Genau, du musst es jetzt halten. Und wenn ich jetzt der Kleine bin, dann ist natürlich auch doof. Schafft es der Große? Ja, guck, der Große schafft es. Kann darüber. Und jetzt haben wir den Würfel hier. Und mit dem Würfel, guck mal, da oben leuchtet den auf einmal sowas auf. Genau, den sollen wir da hinbringen. Dafür dürfen wir nur nicht sterben. So, und das Interessante ist, der ist immer zwischen uns. Der Würfel ist so ein besonderer Bonus. Und jetzt, guck mal, hier ist ein Großer hingemalt. Ja. Und da drüben ist ein Kleiner hingemalt. Ah, okay, ich verstehe. So, und jetzt, guck mal, haben wir den da reingekriegt, zack, und jetzt kriegen wir einen coolen Bonus. Yay. Yeah. So. Ich tapsel voll süß rum. Oh. So, und was passiert hier? Guck mal, da können wir hochschweben. Ich kann nicht schweben. Doch, ich kann auch schweben. Doch, du kannst mal. Obwohl ich so schwer bin. So, und da oben, guck mal, ist noch so ein Extra. Das können wir uns jetzt noch holen, wenn wir wollen. Ah, ja, sehr gut reagiert. Und jetzt muss ich wieder hier hin. Und du nach da. Hallo? Achso. So, und jetzt hast du ziemlich viele Punkte da oben. Guck, du bist der Blaue. Siehst du den blauen Balken da? Jetzt würde. Na, rot, ich habe nicht so viel. Wenn es Portal wäre, würde GLaDOS mich jetzt loben. Ja, ich lobe dich. Okay. Gut gemacht. So, und damit haben wir das Level geschafft. Und das war jetzt noch relativ einfach. Mhm. Und die werden jetzt immer boshafter, die Levels. Und man lernt halt immer mehr dazu, solange man das spielt. 2 Sterne. Wir haben 3 Sterne geschafft. Wir waren so cool. Wird es das auch als Mobile? Und meiner freut sich nicht so, weil du die ganzen Dinger bekommen hast. Ach, aber wir spielen doch zusammen. Nee, das wird, das ist auch PC und Konsolen. Also PC, PlayStation 4 und Xbox One. Und wie gesagt, PC ist jetzt schon, also auf Steam kriegt man es schon. Das könnte ich mir auch gut für ein iPad oder sowas vorstellen. Ja, allerdings ist es wirklich ziemlich viel Controller-Akrobatik bald. Also nur mit Wischen und Halten
kann man das gar nicht alles richtig cool abbilden. Und Multiplayer wäre natürlich schwerer dann umzusetzen. Ja, also es gibt auch eine Singleplayer-Kampagne, man kann es ruhig auch alleine spielen. Dann wechselt man auch zwischen den Figuren hin und her. Und hier sieht man wieder, das Spiel versucht uns zu zeigen, wie die Sachen zusammenhängen. Ja, so. Echt, meinst du? Mal gucken hier. So. Ach, guck mal hier, genau. So. Ich sehe schon, du hast es voll raus. Oh. Ja. Ach so. Ach so, jetzt, weil wir weit springen wollen. Ja, jetzt kommen wir da nicht rüber. Aber wenn du jetzt klein wirst und ins Wasser springst, dann bist du nämlich kaputt. Aber so haben wir es geschafft. Okay. Okay, das ist nicht die beste Idee. Ist ja auch schwierig. Wie machen wir es denn dann? Ja, jetzt, kann ich in der Luft größer werden? Ja. Naja. Geschafft. Aha. So. Oh, jetzt muss ich springen und du musst den Hebel auslösen, glaube ich, während ich springe. Nein, nicht! ich probiere das mal nochmal, oder? Ja, also du musst nämlich zuerst auf den hier hoch. Ich muss es dir gar nicht erklären, du weißt es schon alles, aber du musst mir sagen, wann du springst. Okay. Da kannst du ja drauf stehen bleiben erstmal. Okay, also eins, zwei, drei! Genau. Eins, zwei, okay, aber wir haben ja schon die. Ne, wir haben noch nicht die Beute. Habe ich mir eine super Stelle ausgesucht, um die Beute liegen zu lassen. Das Gemeine ist halt echt, du brauchst so diese Timings die ganze Zeit. Okay, eins, zwei, drei. Sammeln. Eins, zwei, drei. Yes. Yeah. So. So, jetzt ist es relativ einfach, ne? Was ist das da unten? Darf ich da reinspringen? Das ist so. Nein. Aber hier geht's hoch. Oh, guck mal, wie habe ich es geschafft, den von ganz hinten anzuziehen, aber nicht die direkt neben mir waren? Das sind verschiedene, die, wo das Y drauf stand, waren zum Anziehen. So, wir haben hier diese. Gut, dass ich in dem Moment. Sehr gut. So, da ist Ich muss der den Würfel fangen, genau. Wahrscheinlich. Ich mach's einfach nochmal. Jetzt. Ja, sehr gut. Fast. Nein, ich dachte, der Würfel bleibt jetzt einfach da unten liegen. Das wäre so fies. Das Gemeine ist, genau, den Würfel, den kriegt man nur, solange man lebt. Ja, super. Und jetzt siehst du wieder das Ding, wo er rein muss? Da, wo ich. Nein. Ach, da. Da, wo ich stehe. So. Ja. Ja, super. Ja, das war schon ein bisschen. So, da noch ein bisschen höher. So. Jetzt. Guck. Und zack. So. Aber ich sehe, du hast es auch raus. Das Gemeine ist nämlich, guck, du musst zum Beispiel musst es jetzt hier noch näher an die Wand rangehen, damit das wirklich genau in der Mitte gelandet ist. Das heißt, es kommt hier auf jedes, auf jede kleine Position an, wo man sich gerade befindet. So. Und auch hier bietet es sich an, wieder die große Form zu wählen. Ich bin natürlich der Rote. So, was müssen wir hier nur tun? Wie könnte das funktionieren? Da ist ein kaputtes Kabel. Guck mal hier, das ist, was ich machen kann. Ich kann es nach hier und nach hier bewegen. Ich lasse es mal hier. Ja. So. So, ich tue es mal bis darüber. Genau. Oh, wir machen es nochmal. Ja, das passiert in diesem Spiel relativ oft. Ja, schlimmer als Dark Souls. Ja, genau. Also es wird schon richtig böse noch nachher in den Levels, muss man schon sagen. Also so, stopp! So. Ja, hervor. Also Kommunikation ist auf jeden Fall sehr wichtig bei diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, okay, jetzt. Du kannst jetzt einfach rübergehen. Cool. Oh ja, du hast es ausgeschaltet. Wie nett von dir. Gerne. So, drei Hebel. Einer. Ah, zwei. Ja. Drei. Okay, wer traut sich auf der anderen Seite? Wie du willst. Willst du springen? Ach, was dir lieber ist. Ich springe auch gerne. Ich vertraue dir da. Ich vertraue unserem Timing. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt kann ich einfach so rüber. So, und jetzt muss ich dich schicken. Nee, oder? Ach doch. Oh nein. Ich dachte, da ist jetzt wieder so ein cooler Abbruch. Ja, der diesmal nicht.
Eins, zwei, drei. Oh, ich hab doch gezogen. Verzeihung. Nur noch meine Reste hast du so hochgeschoben. Ja, genau so. Das war auch ganz nett so. Ja. Aber das war nicht meine Schuld jetzt. Nee, diesmal. So, diesmal stehe ich auch richtig. Versprochen. Oh, wie komme ich denn jetzt an mein Zeug ran? Komm her. Vielleicht mit dem Bauch, vielleicht mit dem Y. Ja. Sehr gut. Okay, so, wieder klein werden. Mhm. So. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei. Okay, ich mach was. Sehr gut. So, also ziemlich tricky Levels. Aber es ist ja erst der Anfang. Es gibt am Schluss noch viel mehr. Das Labor ist ja nur der einfache Einstieg ins Spiel. Wo sind wir später unterwegs? Es gibt noch sehr lustige Levels. Es gibt noch einen Wald, es gibt einen Canyon, in dem wir noch unterwegs sind. Und ich mag bei so Plattformer-Spielen mag ich tatsächlich so Natur- und Waldumgebung immer sehr gern, weil... Ja, da kommt auch noch ziemlich viel in der Richtung. Das Labor ist wirklich nur so, ich sag mal, das erste Training. Mhm. Und hier sieht man den Fluchtplan aus dem Labor. Wir sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Und das hier ist der Wald. Oh. Und, da können wir noch nicht reinskippen, gell? Nee, da können wir leider noch nicht rein. Mal gucken, wo der Aufzug uns hinführt. Nochmal Labor. Wir haben so eine Statur, dass da echt so ein Tuba-Spieler hinter uns fehlt. Ja. Das Gemeine in dem Spiel ist auch, oder das Coole natürlich eigentlich, in jedem Level gibt es neue Mechaniken. Also es ist echt verrückt, es kommt immer was dazu. Man denkt, oh, das reicht ja eigentlich irgendwie für zwei Spiele. Und dann kommt das nächste. Ist das nicht das erste Level? Sind wir nochmal zurück ins erste Level? Hast du aus Versehen das erste Level? Nein, es würde niemals passieren, dass ich aus Versehen ein falsches Level auswähle. Na, dann machen wir so einen kleinen... Wir machen so einen schnellen Run-Through hier, weil wir alles jetzt schon so gut kennen. Speed-Run-Darling. Ja, genau. So. Zack. Und, ist immer gut bei so Spielen, wenn man auch merkt, gucken, wir haben es gelernt, jetzt ist es ganz einfach. Wie war das denn? Ich muss groß werden. Groß, genau. Wir müssen auch gar nicht den Würfel holen eigentlich, also vor allem, wenn wir es nochmal spielen. Ach so. Aber wir sind natürlich so ehrgeizig und machen es trotzdem. So. So gut, dass uns beiden gleichzeitig einfällt, was wir tun müssen. So, genau. Du musst groß werden. Ah nee, gar nicht. Guck mal, das klappt sogar so. Na gut. So, und da ist schon das Levelende. Wo zwei kleine Männchen durchgehen können. So. Das skippen wir jetzt mal. Mhm. Das skippen wir auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir im Labor irgendwelche... in der Laborkarte irgendwelche peinlichen Sachen gemacht haben. Möglich. So, guck mal, da waren wir schon. Wo sind wir jetzt? Da. Guck mal, da haben wir angefangen. Genau. Sind wir noch da? Sind wir also noch da? Da. Und 103. Hier. So. Tolle Zwischensequenz mit Story. Genau, sie kommt später. Jetzt nämlich, haben wenn man drückt. Ach so, kann nur einer von uns kann groß. Nur einer groß werden. Wer und steuert das? Ja, das können beide steuern, das ist das Gemeine daran. So. Ich kann es dir wegnehmen und umgekehrt. Das heißt, wir müssen uns noch mehr ab... Ich kann mich auch selber ja, so. Das kann auch passieren. Wie soll ich mich denn jetzt wiederbeleben? Ich werde ja immer groß werden. Ich muss werden. Dich jetzt wiederbeleben. Guck. So, also einer geht rein, genau, und drückt den Knopf. In dem Fall du. Und ich muss jetzt hier das alleine machen. Muss uns wechseln. Geh hier rein und drück den. Zack, jetzt kannst du wieder. Genau. Und so sind wir durchgekommen. Jetzt muss ich wieder klein. So, guck, jetzt wird es richtig fies. Warte, jetzt musst so. Du klein bleiben. Jetzt, genau, das darf ich nicht wechseln, sonst bist du nämlich tot. Jetzt, genau. So, ich sehe schon, du hast es komplett durchschaut. Ich muss gar nicht erzählen. Ich rede auch gerade so wenig, weil ich mich konzentriere. Ja, ich sehe es. Vermasseln. Genau, jetzt guck, siehst du, da siehst du auch, wie viel Gewicht man braucht. Hüpf mal hoch. Jetzt siehst du, wie die Gewichtsanzeige da unten sich verändert. Drei Einheiten. Und nur ich fehle noch. Jetzt können wir hier schön. Nein! Ja, weil nämlich dann das Gewicht weggeht, geht das Ding wieder zurück. Das heißt, auch wenn wir absteigen, genau, müssen wir das gleichzeitig tun. Ich brauche gar nichts zu sagen, du kriegst das alles auch so raus. So. Ach du, seid ihr da mal nicht so sicher. So. Ich muss ein Dickerchen werden. Mhm. So. So, genau. Hervorragend. Aber da dürftest du jetzt ins Flachwasser. Da passe ich doch durch. Ja. Aber da darf jetzt keiner mehr von uns. Ich glaube, da kann man auch nur als Kleiner rüberspringen. Oh, geht auch so.
So. Jetzt. Was habe ich da gemacht? Achso. Du kannst jetzt da hoch und runter. Ach, guck mal. Ja. Willst du? Okay, ich mach das mal. Ah, da ist der Würfel. So. So, jetzt muss ich halt so. Und der ist fies. Oh, ah, wir müssen uns wieder absprechen. Genau. Ha. Soll ich ihn holen? Ja. Ah. Nice. Und jetzt müssen wir es nochmal machen. Okay, warte. Jetzt. Und. Ups. Oh. Okay, nochmal. Und los. Und nochmal. Ah! Ja, ich springe, als ich nichts gesagt habe, was besser funktioniert. Ja. Springen wir hoch. Sehr gut. Und jetzt muss ich. Jetzt muss ich glaube ich, rüberlaufen. Genau, du musst jetzt rüberlaufen. So sieht's aus. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, ja, so. ja. Noch ein Stück. Yay, wir kriegen tatsächlich alle Boni. Ich bin begeistert und hüpfe zu dir. Oh, oh ja, ich wollte so gerade die Punkte holen. Hab dich, hat funktioniert. Hab die Größe gewechselt. So, hier wieder. So. Ja. Da geht das hoch. Da muss einer runter. So. Ja. Und jetzt, das ist auch nett. Guck mal. Oh, da bin ich richtig gut in solchen Sachen. Und vor allem, wir müssen einmal springen davor. Ach, wir wollen den Kreis holen. Ne? Wenn wir den holen wollen. Aber natürlich wollen wir ihn holen. Ja, was für eine Frage. Ja. So, Moment. So, wenn ich es loslasse, dann fliegt das nämlich darüber. Das heißt, nur solange ich gedrückt halte, ist das hier. Das heißt, wenn du erstmal springst, muss ich dir da Platz machen. Und los. Oh, und los. Haha. Nein, was tust du? Ich wusste was nicht, dass du weiterrennst. Oh, du hast es so gut gemacht und ich hab's versaut. Ja. Wie du schon sagtest, können Freundschaften zerbrechen, auch gerade erst neu geknüpfte. So. Okay. Also. Und los. Nein! Oh. Fast. Kannst du da so hin und her? Guck mal, ich kann das hier stehen lassen. Ah, ja. Das heißt, wenn du angekommen bist, lasse ich das stehen. Du hast alle Zeit der Welt, das Ding zu holen. Sagst mir, wann du zurück willst. Okay. Und zuerst muss ich dich wiederbeleben. So. Kann ich schon meine Ys wieder zurückhaben? Oh ja. Das ist schon mal gut. Mit ganzer Kraft. So, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Genau, jetzt kannst du es holen. Warte, und los. Plätze, fertig, los. Sehr Hallo. Gut. Nein, nicht. Ja genau, jetzt muss ich nämlich hier festhalten, dann kannst du da durch. Ja, und dann kann ich den Hebel. Ja, jetzt hast du den und jetzt kann ich da durch. Oh. Fies, gell? Ja. Aber, was wir auch gemerkt haben, du bist die ganze Zeit am Labern. Du kannst es nicht alleine spielen, sondern du musst immer, ich weiß nicht, ob du es noch kennst von Little Big Planet, wenn man das spielt. Das kann man ja auch spielen mit Leuten, ich sag mal, im Netz, die dann einem ein bisschen winken mit einer Figur oder mal hochhüpfen oder sowas, um zu zeigen, wo sie sind. Aber hier, wenn du nicht wirklich miteinander redest, dann ist echt schwer. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Rayman Origins war, wo man auch so zu zweit rumrennen konnte mit Globox und Rayman. Aber ich glaube, da konnte man auch alles alleine lösen. So, jetzt haben wir ein kleines. Ich mag das aber, dass man sich absprechen muss. Ich finde das lustig, also auch die Konfliktsituation, die daraus entsteht. Es gibt echt Leute, die haben sich richtig angeschrien schon, als sie das Ding gespielt haben. Als sie es getestet haben? Ja. Wir hatten es ja auch schon auf Messen dabei und also auch der Entwickler, die Leute von Clonk. Wo sitzen die? In München sitzen die. Oh, noch eine Frage gab es, an die ich mich gerade erinnere. Wie ist denn das Praktikum bei euch, bei Deck 13? Ja, wir bieten immer wieder welche an. Also in der QA, also beim Spiele-Testen und Feedback. Auch eigentlich in jedem Bereich. Game Design, Art, Gestaltung und auch Programmierung. Also und Marketing. Das heißt, ja, einfach bewerben. Und das sind ja mehrere Monate immer sehr gerne. So dass wir auch wirklich, dass jeder ein bisschen was wirklich mitbekommen kann und was lernen kann und wir auch ein paar ein bisschen spannendere Aufgaben auch weitergeben können. Da gibt es jede Menge. Ab wie vielen Monaten nehmt ihr Leute? Habt ihr so eine Mindestmonatsanzahl? Wir nehmen eigentlich meistens Pflichtpraktika beim Studium. Also das ist immer also das halbes Einfachste. Jahr, und dann ich, ist das? 3 Monate ist es, okay. Ist es so Minimum oder so ungefähr. Für uns auch gerne länger, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig mit den Uni-Regeln meistens das flexibel zu machen. Ja. Aber ja. Wer auch immer da Lust hat, kann sich gerne bei uns melden. Und dann so coole Spiele testen. Ja, natürlich. Und helfen, solche coolen Spiele mitzuentwickeln. So. Ja, warte mal. Ja, genau. Ah. Jetzt nochmal, bitte. Sehr gut. Ja, denn jetzt kann man Sachen ziehen und drücken. Du hast mich mitgezogen. Das ist doch gut. Ja, super.
So, aber wie kriegen wir dieses Ding? Ach ja, da können wir es durch, genau. Das sind die. Der ist klein, ich glaube da. Genau. Nee, die Grenzen hier gehen, aber wir können die Würfel nicht durch die Grenzen durchziehen. Deswegen. Oh! Oh, I'm sorry. So, jetzt musst du mich wiederholen. Aber gut, dass ich dir auf jeden Fall deinen Punkt geklappt habe. Ja, das ist noch sehr nett. Du hast noch schnell den Punkt mitgenommen. So, genau, jetzt kannst du den da oben holen. Wieso? Ach so, ich habe falsche Taste gedrückt. Ich habe gerade so. RT gedrückt statt genau, jetzt, X. Genau, kannst du mit X holen. Und jetzt kannst du ihn schieben, wenn du klein bist. So, jetzt geht's nicht weiter. Jetzt musst du dich oben draufstellen, glaube ich. So. Und so, genau. Ich wollte nur kurz gucken, ob du denn wirklich auch. Denn jetzt kannst du dich wechseln. Ja, sehr gut. Oh. Und damit ist es offen. Und warte, jetzt wechsle ich. Nicht, dass du hier durchrennst. Ja. Das wäre auch gemein. Dann hättest du dir aber die Punkte zurückklauen können. Natürlich hätte ich sie mir sofort geklaut. So, man sieht immer, muss man nicht groß erklären, aber an diesen Linien hier, welche Energie oder welcher Hebel wo zugehört. Das heißt, das ist eigentlich immer ganz gut erklärt. Oh, ich weiß, was wir... Ich glaube, wir brauchen den dicken Würfel. Ja. Oh nein. So. So. Oh je, der dicke Würfel passt nicht durch. Was sollen wir nur tun? Kannst du mich werfen? Kann ich auf dich drauf? Ich kann dich später werfen. Noch kann ich dich leider nicht werfen. Das heißt, wir müssen... Ich muss, wir müssen jetzt das Ding... Das heißt, Ding, du musst... Okay, wir genau. Schieben das. So, einer zieht den Hebel. Nee, du musst mich noch weiter... Du musst ihn noch weiter schieben und ich muss auf die andere Seite vom Block. So, schieben, schieben. Ja. So, genau, du gehst auf die andere Seite. Und du ziehst ihn. Und jetzt, ihn? Genau, ja, jetzt genau. Oder ich schieb dich, geht ja auch. Ja! So, genau, ich sehe schon. Und jetzt... Jetzt kannst du ziehen. Zieh ich den Würfel. Und jetzt sind wir durch. Aber was machen wir jetzt? Jetzt muss nämlich jemand nach oben. Nee, du kannst schon hier, wo ich bin. Ah, was war da denn los? So, genau. Denn jetzt haben wir den Würfel als Brücke genommen. Und schon. I'm sorry. Ich dachte, der hält. Wir können jetzt du kannst, glaube ich, unten hier... Ja, so. Achso, du wolltest gleich den großen holen. Jetzt können wir den hier... Muss ich jetzt auch noch rüberkommen und dich wiederbeleben? Ja. So, dafür hole ich mir natürlich eine kleine Belohnung. Mhm. So. Und schon. So. Gut, gut, du machst das. Jo. Ich mach den. Ich schieb ihn rüber. So. Und schon haben wir ein ganz tolles Layout, um darüber zu gehen. Und haben einen Riesenwürfel. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich... Was brauchen wir denn da? Oh, es geht ja gar nicht. Oh, das geht doch. Zack. Aber was jetzt? Jetzt können wir natürlich noch hier den... Genau. Dürfen wir da drauf? Okay. Ja, da dürfen wir drauf. So. Sehr gut. Hier mein Hebel. Was macht der wohl? Aha. Oh, ach, muss ich drehen? Nee, ne? Doch. Hat, was? Ja, kann ich mal. Ach, hoch und runter. So. Ja, genau. Mhm. So, und jetzt kann ich natürlich hier noch schön die Punkte holen. Und jetzt sehen wir hier auch, der Grüne steht beim Würfel Roten und der vertauscht. Rote, genau, steht beim Grünen. Das kann ich ihn hier holen. Aber wie geht's weiter? Ach so, ich muss die Tür wieder runterfahren. Wieder runter? Ich dachte, das ist wieder eine der Plattformen, wo man, wie du vorhin, halten muss, damit die irgendwo hinfährt. So und so. Und wir hoffen, dass wir nicht dem... Eine gute logistische Leistung. Ja, ja. Ich finde, wir könnten auch hier irgendwie im Transportwesen arbeiten oder so. Ja. Im Warenlager vielleicht. Im Rocket Beans Warenlager. Ja, genau. Ach, wolltest du den noch haben? Natürlich, wir müssen hier als alte Achiever doch alle, es darf kein Punkt ungenutzt bleiben irgendwo. So. Und hinauf. Oh, ein Hebel. Ich bleib mal ja, hier was könnte einfach passieren? Aus Prinzip. Ja? Guck mal, der leuchtet so rot. Aha. So. Ah. Müssen wir. Was planst du? Ich plane, guck mal, ich kann den schieben und du siehst, dass die da aber oben. Aber dafür muss ich zu werden. Dir hochkommen. Ja, genau, der Punkt ist nämlich, ich kann sie nur auf einer Seite. Wieso gehst du nicht nach hier? Ja, ich gehe natürlich jetzt nach hier. Natürlich. Was für eine Frage. So, jetzt kannst du hier genau oben rum.
Ja. So, und jetzt muss ich wieder nach hier. Okay, und jetzt gehe ich in den Luftschacht. Genau, jetzt und, muss ich oh nein, das Ding auch gar nicht mehr festhalten. Oh nein! Komm, wir aber wir wollen noch, nicht, wir wollen noch den kurzen so, Würfel so, reinmachen. So, das schaffen wir noch. Würfel rein und super Bonus. Cool. Okay, ganz schnell. Jan, ganz toll, dass du heute da warst. Ich ja, fand, mich sehr wir gefreut. Wir hatten beide Spaß an beiden ja. Spielen. Zuerst gegeneinander, dann mit vereinten Kräften. Genau, erst mit vereinten ja. Kräften gegen KI und dann... Und jetzt haben wir es noch gepackt. Genau. Super. So, dann freue ich mich, wenn ihr wiederkommt. The Search heißt das Spiel, mit dem genau. du nächstes Mal dabei genau. bist. Sehr gut, dann danke ich, cool. dass du dabei warst. Ebenso. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls ein bisschen Spaß. Bleibt dran und wir sehen uns dann nächstes Mal mit Jan und The Search.